Voilà. Wir haben erreicht. Halt! Sie haben den Fahrpreis nicht bezahlt, Sir. Oh, Entschuldigung. Ich habe nur vor Aufregung vergessen. Hier ist dein Fahrpreis. Guten Morgen. Danke, können Sie bitte sagen, wo ich HR sehen kann? Fahren Sie geradeaus und biegen Sie an der ersten Tür rechts ab. Hallo, selbst Arnold, ich hatte einen Termin für ein Interview. Hallo, Sie können hier warten, bis Sie an der Reihe sind. Also sind Sie hier für den Managementposten? Ja, ich hoffe, dass ich aufregend eingestellt werde. Das ist großartig. Hoffnung ist etwas, das Sie im Leben vorantreiben lässt, während Sie Schwierigkeiten überwinden. Richtig. Du redest so nett, Mann. Ah. Es ist eine Erfahrung, die spricht, mein Kind. Was machst du? Arbeitest du hier? Nein, ich habe jahrelang hier gearbeitet. Jetzt genieße ich das Leben im Ruhestand. Verbringe Tage und Nächte, während ich mit Enkeln und Enkelinnen spiele. Schön zu wissen, dass Sie während eines Jobs mit Ihrer Gehaltsskala zufrieden waren und ein Leben voller Zufriedenheit verbracht haben. Kind, Zufriedenheit kommt auswendig, nicht aus Bezahlung. Herr Arnold, Sie können jetzt für das Interview einchecken. Boss sucht Sie in seiner Kabine. Okay, okay, ich komme. Es war so ein schönes Treffen mit Ihnen,
Sir. Haben Sie Erfahrung im Management? Noch nicht, aber ich kann Erfahrungen sammeln, während ich meine Fähigkeiten übe. Sir, ich habe viel Zeit damit verbracht, eine Ausbildung in diesem Bereich zu erhalten, und ich vertraue meinen Erkenntnissen. Sie scheinen zu selbstsicher zu sein. Überhaupt nicht. Ich besitze nur das, was ich gelernt habe, und freue mich darauf, dies in die Praxis umzusetzen. Interessant, würde gerne Ihre Produktivität für das Wohl unseres Unternehmens sehen. Danke, Herr. Aber wir brauchen einen Erfahrenen, um die Angelegenheiten des Unternehmens zu erledigen, außerdem ohne Erfahrung, wie Sie so sicher sein können, was Ihre ausgepackten Fähigkeiten angeht,